Ganz herzlich willkommen bei Einfach Yummy. Heute gibt es mal wieder ein Dessert. Ich zeige euch ein Erdbeer-Butterkeks-Dessert. Richtig schön fruchtig, frisch durch die Erdbeeren. Nicht allzu schwer, da wir keine Mascarpone verwenden, nur etwas Quark und Sahne. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Video! Ja, viele von euch wissen es, bei mir könnte es jeden Tag Dessert geben. Deswegen konnte ich auch nicht drum rum, dieses auszuprobieren und natürlich für euch abzufilmen. Wir brauchen auch gar nicht viele Zutaten. Ich schreibe sie euch wieder alle unten in die Infobox, dass ihr sie euch ganz in Ruhe zusammenrichten könnt. Das Rezept ist für 6 Portionen und wir brauchen jetzt Folgendes. Zum einen natürlich Erdbeeren, dann Butterkekse, etwas Butter, Zucker, Sahne, Magerquark und Vanillezucker. Und das war's schon, also sind wirklich nicht viel. Und wir geben als erstes 80 Gramm Butterkekse in den Mixtopf und 50 Gramm Butter. So, das zerkleinern wir jetzt, Deckel aufsetzen. 5 Sekunden auf der Stufe 8. So, alles ist schön klein. So sieht es aus. Jetzt schiebe ich mir das Ganze einmal alles vom Rand mit meinem Spatel runter. Deckel wieder aufsetzen und schmelze es jetzt 3 Minuten bei 60 Grad. Auf der Stufe 1. So, unsere Keksmischung ist somit fertig. So sieht sie aus. Ich mache mir den kurz Platz, schiebe den Thermin zur Seite und hole mir jetzt 4 Dessertgläser. Ich habe vorhin gesagt, es ist für 6 Portionen. Das kommt natürlich immer auf die Größe der Dessertgläser an. 6 Portionen sind a 150 Milliliter Gläsergröße. Ich habe wahrscheinlich größere Gläser. Ich möchte es auch eigentlich nur für 4 Portionen machen. 6 ist bei uns so eine blöde Zahl, sage ich mal, bei 4 Menschen, die davon essen. Dann kriegt einer nur ein Dessert und der andere kriegt 2 Desserts. Deswegen möchte ich es gerecht verteilen und mache nur 4 Gläser. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Nun werde ich die Keksmischung auf meine 4 Dessertgläser gleichmäßig verteilen. Das ist also wie so ein krümeliger Keksboden jetzt, den verteile ich einfach auf meine 4 Gläser. Und drücke die Keksmischung auch gleich ein bisschen an. So. Jetzt müssen wir einmal den Mixtopf spülen. Ich mache es mir ein bisschen einfacher. Ich hole mir einfach meinen TM5, damit ich für euch gleich weiterdrehen kann. So, es geht weiter. Meine Gläser habe ich in der Zwischenzeit, in der wir jetzt weitermachen, in den Kühlschrank gestellt. Dort kann der Boden etwas abkühlen. Nun gebe ich 100 Gramm Erdbeeren, die habe ich gewaschen und einmal halbiert, in den Mixtopf. Zusammen mit 20 Gramm Zucker. Und püriere sie. Deckel aufsetzen, 5 Sekunden auf der Stufe 5. So. Meine Erdbeeren sind schön püriert. Die fülle ich mir um, aber vorher kratze ich mir erstmal alles, was hier am Rand hochgespritzt ist, einmal runter. Dann bekomme ich besser alles raus. Schiebe den Thermi kurz zur Seite und fülle die zerkleinerten Erdbeeren einmal um. So, die pürierten Erdbeeren stelle ich ganz kurz zur Seite. So, jetzt müssen wir den Rühraufsatz einmal einsetzen und einen Becher Sahne in den Mixtopf geben. Und die Sahne
ohne Zeiteinstellung bis zur gewünschten Festigkeit auf Stufe 3 einfach steif schlagen. Also keine Zeit einstellen, einfach auf Stufe 3 drehen und so lange schlagen, bis sie eure gewünschte Festigkeit hat. Falls ihr euch unsicher seid, könnt ihr immer mal wieder durch den kleinen Messbecherdeckel schauen oder ihr könnt einfach horchen. Solange ihr das Geräusch von Flüssigkeit hört, ist die Sahne noch nicht steif. Wenn dieses Geräusch nachlässt und aufhört, dann ist sie ziemlich gleich steif. Also schnell ausschalten, nochmal nachkontrollieren, ob sie schon die gewünschte Festigkeit hat und das war's. Also ich sage euch dann gleich, wie lange meine Sahne heute gebraucht hat und dann machen wir weiter. So, meine Sahne ist steif. Ich zeige sie euch gerade mal ganz kurz. So sieht sie jetzt aus. Sie hat heute bei mir nur 1 Minute und 4 Sekunden gebraucht. Das ist aber immer unterschiedlich. Das hängt damit zusammen, wie viel Fettgehalt hat eure Sahne. Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Oder auch wie kalt eure Sahne ist. Heute ist es ja so warm. Ich drehe schon ziemlich früh morgens, damit es nicht ganz zu heiß ist. Aber ich fließe jetzt schon förmlich weg. Aber das nur so nebenbei, damit ihr versteht, warum ich euch keine Zeit nennen kann. Jetzt geben wir zur Sahne 250 Gramm Magerquark. Ich habe jetzt keinen Magerquark gewählt, das steht zwar im Rezept. Ich habe jetzt einen Quark mit 20% Fettgehalt gewählt. Falls ihr da Wert drauf legt, das Dessert etwas kalorienärmer und nicht so gehaltvoll zu machen, dann nehmt einfach den Magerquark. Dann kommen 50 Gramm Zucker dazu und ein Esslöffel Vanillezucker, den ich selber hergestellt habe. So, Deckel wieder aufsetzen und das Ganze 10 Sekunden auf der Stufe 2 verrühren. So, unsere Sahne-Quarkmasse ist fertig. Ich zeige sie euch gerade mal. So sieht sie aus. Jetzt können wir den Rühraufsatz einmal entfernen und die vorbereiteten Gläser wieder aus dem Kühlschrank holen. Diese werde ich jetzt mit ungefähr 200 Gramm Erdbeeren, die ich gewaschen und halbiert habe, so auskleiden, dass die Schnittfläche der Erdbeeren außen am Glasrand liegt und dadurch hinterher wunderschön aussieht. Ich zeige es euch gerade mal, wie ich es meine. Also ich nehme jetzt hier so eine halbierte Erdbeere und setze sie so ans Glas hin, dass die Schnittfläche nach außen schaut. So, und das mache ich jetzt mit allen Gläsern. So, bei mir war es jetzt perfekt, hat genau gepasst mit den Erdbeeren. Das kommt natürlich auch immer auf die Größe der Erdbeeren an. Achtet da auch drauf, dass ihr versucht, immer die gleich großen ungefähr aneinander zu setzen, damit es natürlich nachher noch schöner aussieht. Geht natürlich nicht immer perfekt. Wie gesagt, kommt auf die Erdbeeren an, aber hinterher sieht es halt einfach viel, viel schöner aus. Jetzt nur noch die Sahne-Quark-Creme. In die Mitte der Gläser auffüllen, damit die Erdbeeren schön an den Rand gedrückt werden. Und zum Schluss nur noch mit dem Erdbeerpüree bedecken. Und fertig ist das Erdbeer-Butterkeks-Dessert. Schaut mal, so toll sieht es jetzt aus. Das könnt ihr jetzt noch 30 Minuten im Kühlschrank schön durchziehen lassen und dann servieren. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Und falls ihr Lust auf weitere leckere Rezepte habt, dann schaut doch gerne mal hier vorbei. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!